So, herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen oder zu einer wunderschönen nächsten zweiten Whatsoever-Folge. Let's go. So, wir waren ja in dieser wunderschönen Höhle gefangen hier, wo es draußen dunkel ist und ganz viele Monster da sind. Scheinbar gibt es immer noch das Problem, dass im Wasser offenweise Tiere und Mobs und also Mobs und damit sowohl Tiere als auch Monster spawnen. Wir werden also das Wasser erstmal nicht durchqueren können. Die Fledermaus da hinten, die braucht immer wieder einen neuen Pilotenschein, die macht da irgendwie seltsame Sachen. Wir nehmen mal ganz kurz das Ding hier. Wir brauchen Platz im Inventar. By the way. So, dann machen wir uns tatsächlich mal die allererste Steinspitzhacke. Eisenspitzhacke, pardon. Und wir haben schon 9 weitere Eisen. Ha, ist das geil oder was? So. Dann gucken wir mal hier. Ich mache mal hier erstmal ein bisschen so hin. Und wir nutzen mal die Gelegenheit, um uns hier mal ein bisschen breit zu machen. Schnauze. Ich mache mal dich dahin. Und dann stellen wir uns mal hier einen Ofen hin. Und mit dem Ofen fangen wir dann mal an, so erste Sachen zu machen, wie zum Beispiel die Kartoffeln braten. Und wobei wir dürfen nicht alle braten, weil sonst haben wir keine mehr zum Einpflanzen. Das heißt, mit dem Kartoffeln braten lassen wir erstmal sein. Und ansonsten haben wir noch gar nichts, was wir machen können. Einschmelzenderweise. Gut, das Eisen könnten wir einschmelzen, ja, aber das Problem ist, wenn wir dann wieder Eisen finden, braucht das dann wieder einen weiteren Eisen Inventarslot. Und unser Inventar ist halt so schon einfach zu voll. Wir können mal ein paar Sachen abladen. Zum Beispiel, nee, das nicht. Das können wir mal direkt essen. Oh. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Ihr könnt auch weg. Brauche ich sowas von nicht. Du kannst weg. Na, schade. Kriegt man leider auch kein Eisen draus gewonnen. Sehr schade. So. Sehr gut. Hat dir gefallen? Nicht, dass ich das direkt wieder aufsammle. Wir brauchen eine Uhr. Wieder hell. Nice. Kann ich da bitte hier ganz kurz hoch oder was? Meine Fräse mit Käse und Anchovies. Guckt euch die ganzen Viecher an. Oh, scheiße, wir kommen ja auch nicht rauf, ne? Gott, wie niedrig sind denn hier bitte schon die Wolken? Ach, da hinten ist ein Wasserfall. Kommen wir da rauf? Ne, kommen wir nur auf die Insel rauf. Da hinten kommen wir vielleicht drauf. Müssen wir uns aber noch ganz schön weit fortbewegen. Ja gut. Wir können uns auch ein Boot bauen. Wäre vielleicht eine Idee. Die ganze Kohle, da lasse ich mal. Wenn er jetzt Eisen wäre, wäre es was anderes, aber Kohle haben wir jetzt erstmal zum Glück ein bisschen. Kommen wir hier nicht ran. So. Rote Blumen brauchen wir keine, wir haben bereits ein Bett. Was by the way sehr geil ist. Aha, hier können wir doch rauf. Das sieht doch gut aus. Ich gehe nochmal da hinten hin. Das Grünzeug können wir uns gleich mal abernten. Keine Ahnung, ob wir es so schnell brauchen, aber glaube, kann es nicht schaden. Spätestens wenn wir uns Bücher machen wollen für Enchantment, dann wird es wichtig.
So, wenn ich eh schon mal hier bin, kann ich auch gleich die Kohle abbauen. So viel Kohle. Nicey, dicey. Zum Glück ist mein Klon nicht so süchtig oder so geizig mit den Rohstoffen wie mein Test. Hier findest du Rohstoffe im Überfluss. Gut, was auch verständlich ist, weil bei der Zombie brennt. Bei My Test oder vielmehr bei meinem Klon kannst du dich ja nur bis. Da geht die Welt dann nur bis minus 64 von der Höhe her. Oder bis minus 60. Von daher kannst du dich ja da nicht so tief graben. Und wenn denn die ganzen Rohstoffe erst ab minus 500 beginnen würden, dann würdest du ja nie an Rohstoffe kommen. Von daher können die ja nur relativ nah an der Oberfläche sein. Ja. So, da müssen wir hin. Da gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ob es da oben ein schönes grünes Gebiet gibt. Ich hoffe es doch sehr. Ich meine, wir könnten doch dahin gehen, da sind auch normale Bäume müssen sein, aber ich habe keinen Bock da hinten auf die ganzen Tannen. Also weiß ich nicht, wie groß das Gebiet mit den normalen Bäumen ist. Von daher gehen wir mal lieber hier rauf. Das sieht vielversprechenderer aus. So, Blumen gibt es ja auch massenweise. Sehr geil. Normalerweise der Bergkletterer Nummer 1. Geht doch. So. Verschaffen wir uns mal ein. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ja, ich sag mal so, sehr abstrakt. Guck mal, da ist die Höhle. Kommen wir da hin? Da kommen wir nie im Leben hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich weiß schon, warum ich eigentlich mit dem V6-Map-Gen spielen wollte. Der V7, der bestraft mich jedes Mal mit absoluter Kunstfreiheit. Nenne ich es jetzt einfach mal. Kommen wir da denn irgendwie rüber? Ah, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Lass mich hier auf. Ah, sieht gut aus. Oh, nee, sieht nicht gut aus. Scheiße. Da kommen wir rüber. Sehr gut. Autsch. So. Hier bin ich falsch. Ein Hundelein. Siehst du, was ich mal probieren wollte? Es gab nämlich bis vor Ewigkeiten unter Minecraft. Ich habe es ja selber nie gespielt, aber ich kenne es halt von Let's Plays. Ein Bug, der seit einer Weile gefixt ist, aber ich würde gerne mal gucken, ob es unter mein Klon einen ähnlichen Bug gibt. Dazu bräuchte ich mal ein Material, was der Schwerkraft unterliegt, also Sand oder Schotter, also Geröll. Dann ist auch noch ein Ding, oder? Ja, das ist auch noch so ein Dings. Ja, lol. Da ist auch Schotter. Aber da kommt man nie im Leben ran. Haben wir nicht irgendwo auf kurzer Strecke ein bisschen Schotter?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo sind meine Fackeln? Weißt du, überall Schotter und deshalb, wenn ich jetzt nicht welche brauche, ist keiner mehr da. Und vorhin habe ich erst welche weggeschmissen. Ich könnte so kotzen. Dieses Spiel macht aggressiv. Ist doch Schotter. Oh, bisschen mitnehmen hier. Reicht aus. Auf in die Testphase. Dich brauche ich. Und dich brauche ich. Oh. Okay, also den Fehler gibt es offensichtlich nicht, einfach weil die Blumen gerade hart funktionieren. Ist das bei allen Blumen so, dass sie platt gemacht? Nee. Wait a minute. Interessant. Doch, echt interessant. Ist ja süß. Okay. Nee, weil es gab nämlich früher das Problem, dass man konnte quasi Keys hier so raufpappen. Und dann blieb das Kies auf der Pflanze drauf. Und wenn man den die Pflanze entfernt hat, ne, ganz normal, Block unter Geröll oder Sand geht weg, also fällt der Block runter. Das Problem ist diese Abfrage, die intern läuft, die das überprüft, ob darunter noch was ist, reicht nur ein Block weit. Das heißt, wenn ich jetzt hier den einen Block abbaue, guckt mein Klon, Minecraft. Also hat früher Minecraft geguckt, ob da drüber ein Block mit Gravität ist. Gravität? Ja, whatever. Und wenn ja, dann hat er ihn fallen gelassen. So ungefähr. Und dadurch, dass aber es auch Blumen gibt, die zwei hoch waren, wenn hier eine Pflanze war und hier unten das Kies war, dann hat man hier die Blume abgebaut. Das heißt, die beiden Blöcke waren frei. Dadurch, dass hier aber kein Kies weiter runterfallen konnte, sondern der Kies erst da oben war, hat Minecraft das nicht registriert und der Kiesblock blieb da oben, obwohl unter ihm die beiden Blöcke entfernt wurden. Ist mittlerweile auch bei Minecraft gefixt, aber früher gab es halt diesen Bug. Und jetzt, wo ich gerade die Blumen gesehen habe hier, hat mich gerade so interessiert, ob es diesen Bug hier auch gibt. So, wo ist jetzt eigentlich das Ding, was wir da gesehen haben? Der Dungeon. War der da oben irgendwo? Ja, ne? Wir klettern einfach mal hoch. Und schauen mal. Alter, überall Schluchten und Schluchzen und Schluchze. Und Wolken. Ich sehe einen Scheiß, sieht man hier. So. War das da oben? Ich glaube ja. Kacke. So. Das hier irgendwo? Fuck, wo war das?
Ich glaube, wir sind ganz falsch. Och nö. Wo ist denn der Kack-Dungeon? Wer hat den doch von da aus gesehen gehabt? Und der war doch hier irgendwo, oder nicht? Ich höre hier auch welche. Wir sind aber wirklich einfach drüber. Ach, da ist es. Okay, brauchen wir ein bisschen mehr Erde. Genau ein Block davon entfernt. Oh nein. Worst Case Szenario. Skelette. We are going to die. Damit die uns hier nicht irgendwie rüberlaufenderweise erwischen können. Aha! Noob! Nein! Oh, Alter, wie tief die Dinger fallen. Konzentriere dich aufs Wesentliche. Das wäre zum Beispiel das Überleben. Erster Schritt. Achte auf deine Ernährung. Super gesund. Geschafft. Nice. Und wir haben. Oh. Unsere erste Musikplatte. Und wir brauchen kein Eisen mehr. Und wir brauchen mehr Platz. Scheiße. Du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg und du kannst weg und du kannst weg. Reicht erstmal. So. Hören wir uns mal direkt die geile Mucke an. Das groovt, Baby. Schade. Weil es gibt nämlich eine Platte, die ganz geil klingt. Die ist es nicht. Das war, glaube ich, die blaue Platte. So, jetzt müssen wir runter zu der anderen, zu dem anderen Dingsterbumster. Da unten war ja noch ein Dungeon irgendwo. So, könnte man eigentlich direkt einfach ins Wasser springen, ne? So, oh, dann diese Minenschacht, direkt ins Wasser. So, die Mine ist. Wo waren die? Okay.
einig noch. Lol. Scharf gestorben. War hier nicht noch irgend... Ach da! Guck mal da. So. Auch schon wieder solche. Ah. Warum? Gut, ich gehe mal eins tiefer. Ja, Ronny, tiefer. Scheiße, noch eins tiefer. Ich gehe mal hier lang. So. Partnerweise wird es auch direkt wieder dunkel. Sehr geil. Habe ich hier noch ein? Ja, eins habe ich noch. Geh da mal bitte hin, danke. Licht. So. Genau, da habe ich jetzt direkt Zugriff drauf. Bin ich gut oder was? Oh mein Gott. Ah, die stecken leider nicht. Na egal, brauchen wir nicht. Rote Beete brauchen wir auch nicht. Und es ist dunkel. Na super. Gut, dann bleiben wir gleich mal hier und leben in Schande. Aber wir haben mittlerweile guten Fund gemacht. Wir haben eine Diamantrüstung für ein Pferd, was wir leider noch nicht haben, aber bald vielleicht bekommen, hoffentlich. Wir haben dezent Obsidian. Wenn wir 8 gehabt hätten, hätten wir direkt in Nidda gehen können. Ja gut, nicht ganz. Wir hätten noch ein Feuerzeug gebraucht, aber drauf geschissen. Zweimal Weizen kann eigentlich auch fast weg. Klatschen uns bloß das Inventar zu. Sieht eigentlich gut aus, was wir so haben, ne? Vor allem das da. Ach ja, es gibt jetzt auch noch Statusveränderungen und so eine Kacke, ne? Sättigungspunkte, wächst auf Ackerboden, Sättigungspunkte, Lichtstärke 17, 14, wächst auf Ackerboden, ja, Schutz 55%, nice. Ah, genau hier, Schaden vom Bogen, Schaden vom Werfen. Es. Warum hat der Bogen variablen Schaden, aber das Werfen selber hat fixen Schaden? Ist doch eigentlich genau andersrum. Weil die Beschaffenheit des Bogens ist immer gleich, egal wie oft du schießt. Gut, das Holz leitet sich irgendwann aus, ja, aber ist jetzt relativ konstant. Also gut, erstens wirfst du die Sachen nicht, du wirfst dir den Pfeil nicht, sondern du schießt ihn. Und normalerweise halt, je nachdem, wie du schießt, wie gut du triffst und wie gut du überhaupt schießt, das variiert eigentlich eher und nicht der Bogen an sich. Also, ich hätte es eher andersrum gemacht, aber gut, ist egal. Es ist scheiß dunkel draußen und wir werden diesen Ort nicht verlassen können, solange wie es zu dunkel ist, weil da ist Wasser und im Wasser spawnen scheiße viele Viecher. Aber hier schön hell. Und wir müssen uns echt eine Gegend suchen, wo es nicht so gebirgig ist wie hier. Das ist doch scheiße. Hier kannst du doch nichts machen. Kacke. Was wir hier mal machen können, ist, was brauchen wir? Wir brauchen, warte mal kurz, ich guck mal zuallererst mal. Kompass brauchen wir keinen, aber ich hätte gerne eine Uhr. Geht das? Ja. Warum war Caps Lock aktiviert? Wir brauchen Obsidian und Gold. Ah, scheiße, Gold haben wir noch keins. Schade, schade, schade. Ah, fuck.
Ich überlege, ob wir jetzt hier einfach nach unten buddeln. Gucken, ob wir ein bisschen schöne Sachen finden. Aber ganz ehrlich, wirklich. Ja, komm. Können wir gleich mal ein paar Sachen ablegen. Das sind die Sachen, die keiner braucht. Und darüber kommen andere. Also okay, das braucht auch keiner. Und darüber kommen die Sachen, die wir brauchen. Früher oder später. Die wir also wieder mitnehmen werden. Ne? So, mal ein bisschen Platz im Inventar. Kann ein bisschen so rumbuddeln hier. Sich, als es wieder dunkel wird, ist ja schlimm. Trotz ja zigtausend Fackeln. Ich höre was, was du nicht hörst. Oh, das ist verdammt nah. Schnauze! Wo ist der? Okay, er ist da irgendwo. Hört ihr eigentlich auch in Stereo? Ja, doch. Ihr hört es auch in Stereo, wollte ich sagen. Kommt jetzt! Wasser. Das war jetzt nicht klug. Wobei doch geht. Ach, Fackeln töten ihn auch? Ist ja nice. Ich mach mal anders. Ich mach mal da einen Block hin. Und dann mache ich die hier weg. Weil so lässt er sich besser kämpfen. Ich dachte, das ist eine Höhle oder irgendwie sowas. Ist aber bloß Wasser. Aber das heißt zumindest, dass wir schon mal unter Null sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Eisen treffen, ist wesentlich höher. Was mich direkt glücklich stimmt. Vielleicht, wenn wir auch ein bisschen Gold und ein bisschen Mese kommen. Redstone und dann können wir auch direkt einen Kompass bauen. Spitzhacke ist direkt schon wieder kaputt hier fast. Ach Gott. I need a treasure. Eisen. Hat sich die Aktion ja direkt gelohnt. Haben wir direkt wieder eine Spitzhacke raus. Nice. So. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Holy moly, gefällt mir. Und da ist die Spitzhacke auch hin. Schade eigentlich. Fuck, wir haben die Werkbank oben gelassen. Ach, Mist. Gut, ist draußen schon wieder hell mittlerweile. Ah, nee, noch nicht. Schade. Da. Wir brauchen.
So. Machen wir jetzt mal doch ein bisschen Eisen. Ne, wohl einmal haben wir jetzt. Das heißt, wir können alles an Eisen, was wir haben, verbraten. Der Mond steht mitten am Himmel, das heißt, die Nacht geht noch ein bisschen. Ja, also mitten am Himmel nicht mehr, mitten am Himmel wäre da, die ist ja schon ein bisschen weiter. Es wird also hoffentlich bald hell. Ja. So. Oh, Schmied. Mein Vater war Schmied, mein Großvater war Schmied und der Großvater meines Großvaters war Schmied. So, sehr schön und ganz ehrlich, wenn wir eh schon mal dabei sind, einfach weil es geil ist, das kann man wieder auch da reinschmeißen. So. Hab jetzt keinen Bock, jetzt hier ewig zu warten, bis der Ofen fertig ist. Von daher, 8 Eisen reicht erstmal aus. Ich sticke aus. So, mehr sollte nicht mehr rauskommen. Oder obwohl doch eins kommt, doch, glaube ich, noch. Wir haben ja erst 5, 4. So, jetzt ist Feierabend. Können wir eigentlich gleich mal hier ein bisschen Schotter wegmachen. Aber leider keine Mineralien. Finde ich ja direkt schade. Aber gut, ist halt so. Ne, weil wir ja alle wissen, ist hinter Kies meistens auch Mineralien versteckt. Zumindest ist das bei meinem Test so. Ob es bei meinem Klon so ist, weiß ich gar nicht. Das Eisen, sehr geil. Da mache ich mal ein bisschen Licht hin. Nice. Schön Eisen hier. Ja, wir sind halt unter Null, ne? Das merkt man natürlich sofort, dass hier Eisen wesentlich häufiger vorkommt. Machen wir erstmal hier, fangen wir hier erstmal auf. Oh, ist ein richtiger Lavateich. Holy moly. Graben wir mal hier lang bei die Lavateich. Mal gucken, wie groß der ist. Ja, ist ja voll groß und so. Ich habe gerade mal ein einziges Fitzlein hier. Wisst ihr was? Den nehmen wir gleich mal direkt als Lava mit. Ja, war bloß ein Klecks. Schade eigentlich. Ich dachte, wir haben jetzt direkt so einen Lavateich. Dann hätte nämlich Diamanten quasi nur geregnet. Nur so geregnet. Aber leider nein. Einfach wow. Ich hoffe mal, der Tunnel hier ist schmal genug, dass hier keine Monster drin spawnen. Keine Höhle, kein Nichts, gar nichts. Ich fange gerade ein bisschen an, enttäuscht zu werden. Also enttäuscht zu täuschen. Enttäuschung vorzutäuschen. Bloß noch Gold.
Höhle. Oh, Bedrock. Okay, dann werden wir uns mal in der nächsten Folge mal ein bisschen in die Seiten graben, also Richtung, also nur so waagerecht graben, also runtergraben geht ja eh nicht mehr, wegen weil es Ende. Und dann gucken wir mal, ob wir da auf ein paar schöne Rohstoffe kommen. Von daher würde ich mal sagen, sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.